Hallihallo. Unglaublich. Oh. Was für ein Eis. Wow. So eins hätte ich auch gerne. Wer ist das denn? Hey, hübsche, wie geht's dir? Oh yeah. Oh, sieht ja gut aus. Wow. Hey, geht's dir gut? Klasse. Das nehme ich mir vor. Hey, wie konntest du nur? Das gehört doch mir. Wow, jetzt kann ich auch was probieren. Cool. Du kannst mir nicht einfach mein Eis stehlen. Das schmeckt super. Wer hat das getan? Wieso klaut ihr mir alles? Na wartet, euch werde ich eine Lektion erteilen. Lass mal erfahren, was uns erwartet. Verstanden. Das war's? Nur ein Keks? Das ist zu wenig für uns drei. Okay. Ah, wir müssen diese Kärtchen ziehen. Oh Mann, Pech gehabt. Ah, wenn ich schnell genug bin? Nein, nein, nein. Okay. Jetzt ziehe ich mein Kärtchen. Oh yeah, ich kann was abbeißen. Das heißt wohl, dass ich den Keks lecken kann. Hätte schlimmer sein können. Wobei, Samantha, kann ich damit anfangen? Gerne. Du kannst den Keks ja eh nicht aufessen. Das nicht, aber ich kann die Füllung weglecken. Was? Du hast mir ja nichts übrig gelassen. Mach dir nichts draus. Du kriegst genug Sabber von mir. Hier, guten Appetit. Ich hoffe, es wird dir schmecken. Hey, wie furchtbar. Als hätte mein Hund den Keks geleckt. Hey, was hab ich damit zu tun? Dann lass mal weitermachen. Kann ich diesmal anfangen? Okay. Schauen wir mal. Oh je, das ist ein Kaktus. Hoffentlich ist der aus Schokolade oder so. Aua, nein, der piekst wie ein echter. Fürchterlich. Ich kann dir helfen. Hier, ich habe ein paar Pflaster. Danke, Jack. Du bist ein echter Gentleman. Dann ziehen wir unsere Kärtchen. Okay. Oh nein, bloß nicht das. Yeah, ich darf aussetzen. Ich muss das Ding lecken. Ich muss es beißen. Wie das? Oh Mann, Pech gehabt. Dann darfst du anfangen. Ich? Wieso ich? Du fängst an. Nein, du. Wie die Kleinkinder. Das gehört dir. Nein, dir. Das reicht. Spiel einfach Scherensteinpapier. Come on! Okay. Ah, gute Idee. Schere, Stein, Papier. Ha, ich hab gewonnen. Jack, du darfst als Erster anfangen. Na, zumindest ist das fair. Hahaha, das tut voll weh. Oh, du Armer. Das war nur ein Scherz. Die Zunge ist gar nicht echt. Was für ein blöder Scherz. Du sollst den Kaktus aber in Wahrheit lecken. Oh, genau. Ich probier mal. Ich werde nicht riskieren. Ich rasiere den Kaktus einfach. So piekst er nicht mehr. Hey, jetzt pass doch auf. Du triffst mich mit den Stacheln. So, jetzt kann ich das Ding ablecken. Amber, du kannst was abbeißen. Mal her, ich versuche es. Voll spannend. Hey, jetzt selbst ein rasierter Kaktus schmeckt eklig. Wie Teufel. Wieso geht das schon wieder in meine Richtung? Ups, sorry. Das war Amber. Was riecht hier so? Hey. Das kommt vom Teller. Lass mal nachschauen. Okay. Boah, davor hatte ich Angst. Es ist ein Fisch. Wie eklig.
Stinkefisch. Come on! Zeit, Kärtchen zu ziehen. Oh no! Oh Mann, ich muss ihn lecken. Hurra, ich darf aussetzen. Ah, was war das denn? Wie auch immer. Okay. Und ich muss ihn beißen. Bloß nicht das. Okay, ich kann anfangen. Das war schwieriger, als ich gedacht habe. Aber ich hab's geschafft. Fast. Ich bin schon dabei. P.U. Komm, lass dir helfen. Na also, geht doch schneller. Wirklich? Wie konntest du nur? Das wirst du mir büßen. Hier hast du deinen Fisch. Beiß was ab. Was hast du angerichtet? Ich war doch nicht bereit. Ich muss jetzt kotzen. Oh, das stinkt ja. Hey, you. Das war noch nicht alles. Die Hälfte wartet noch auf dich. Lass mich in Ruhe. Aua, das tut doch weh. Dann lass mal weitermachen. Los geht's. Wow, was für eine Megatorte. Da habe ich richtig Lust drauf. Wow. Nicht zu schnell. Zuerst die Kärtchen ziehen. Okay. Die sind auch schon bereit. Hurra, ich darf die Torte lecken. Und ich darf sie beißen. Ich darf gar nicht. Das ist voll unfair. Ich habe Lust auf Torte. Mensch, das ist voll lecker. Ich will mehr davon. Hände weg, die Torte gehört dir nicht. Seid ihr geizig? Ich hab selber nicht genug. Hey! Das reicht doch langsam. Ich will auch was abbekommen. Das war lecker. Hör auf, gib mir auch was ab. What? Was soll das? Oh, ich hab noch was auf der Nase. Du hattest recht, die Torte schmeckt klasse. Hey Samantha, gibst du mir was ab? Könnt ihr vergessen, das ist meine Torte, ist das klar? Na warte. Was hast du angerichtet? Jetzt kannst du was erleben. Das hättest du besser nicht getan. Hey! Das ging daneben. Hast du sie noch alle? Steht dir total. Frag mich, was da drin ist. Oh, das scheint nicht lecker zu sein. Voll eklig. Boah, nee. Nein, ich muss das Ding beißen. Ja, Glück gehabt. Und ich? Okay. Okay, ich werde mir einfach die Nase zuhalten. Das ist gar nicht so schwer. Und wenn ich dir die Wäscheklammer wegnehme? Nee, das ist ja voll ekelerregend. Gib mir die Klammer wieder. Jack, jetzt bist du dran. Nein. Okay. Ich kann das nicht essen. Das ist voll eklig. Du musst aber. Oh no. Wieso? Wieso ich? Oh no. Gross. Das ist ja gar nicht auszuhalten. Na, endlich frische Luft. Du sagst es. Freut euch nicht zu früh. Mir ist nicht gut. Oh nein, jetzt stinkt's schon wieder. Hilfe! Hey, ich will Hilfe! Ups, das wollte ich nicht. Come on! Lasst uns gemeinsam nachschauen. Yeah, es ist Hubba Bubba. Ja, jetzt müssen wir die Kärtchen ziehen. Was hab ich? What? Mann, ich darf nicht mitmachen. Okay. Ja! Ich darf den Kaugummi kauen. Wie cool. Lecker. Voll blöd bei einem Kaugummi.
sehr. Du kannst anfangen. Klasse. Ich hoffe, das wird schmecken. Den Moment werde ich genießen. Bingo! Hä? Say what? Ich will gleich alles. Das nicht. Lass mir was übrig. Oh Mann, jetzt ist der Kaugummi voller Samba. Das war lecker. Ich habe keine Lust mehr. Das geht gar nicht. Hey, schon wieder. Neue Challenge. Leute, das ist die Challenge. Wir essen 24 Stunden lang Essen der gleichen Farbe. Los geht's. Fangen wir mit Martin an. Wow, das ist ein riesiger Snickers. Er ist sogar zu groß für meinen Mund. Ich kann es mit einem Maßband prüfen. So. Er wird nicht passen. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Genau. Samurai Martin ist bereit zur Arbeit. Ich werde Snickers in kleine Stücke schneiden, damit es leichter zu essen ist. Geschafft! Das war sehr cool! Jetzt kann ich gleich den ganzen Snickers essen. Ja, das ist lecker. Und das ist auch meins. Und das und das. Ich bin fertig. Lenze, jetzt bist du dran. Kein Problem. Ich habe hier blaue Tex-Chips. Ich werde gleich ein paar leckere Chips essen. Oh, es ist heiß. Aber sie schmecken so gut. Ich will noch mehr. Oh, sehr erfrischend. Sie sind wunderschön. Oh, sehr scharf. Sogar zu scharf. Leute, ich kann mich nicht zurückhalten. Oh nein, Nancy, hör auf. Oh, warum riecht es nach verbranntem Haar? Oh nein, ich brenne. Ich werde dich retten. Oh, geschafft. Thank you. Oh nein, Nancy brennt noch. Ich weiß, was zu tun ist. Aber einen Eimer Wasser unter meinem Stuhl. Das ist eine Menge Wasser drin. Das sollte helfen. Oh ja, endlich. Das war furchtbar. Takis, so stellt sich heraus, sind gar nicht so harmlos. Ich bin ganz nass. Das muss ich loswerden. Jetzt ist alles wieder gut. Vielen Dank für eure Hilfe. Jill, du bist dran. Hallöchen, mein riesiger Hubba-Bubba. Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich so einen großen Kaugummi. Das ist aber weit weg. Okay, sollen bald probieren. Das ist sehr lecker. Ich kann nicht aufhören. Wow, Jill, wie hast du so viel aufgegessen? Ich mag einfach Kaugummi, also kann ich ihn unendlich essen. Seid ihr bereit, die größte Blase in eurem Leben zu sehen? Jill, hör bitte auf. Das ist schon zu viel. Oh, geplatzt. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es so passiert. Ich muss den Rest meines Kaugummis abmachen. Was ist mit meiner Nase los? Ist sie rosa? Und ihr habt die schwarze und die blaue. Anscheinend ist das eine Nebenwirkung, wenn man etwas der gleichen Farbe isst. Keine Sorge, es ist nicht für immer. Da sind neue Leckereien. Martin hat einen schwarzen Burger, Nancy hat ein großes blaues Eis und Jill hat einen großen rosa Donut. Werfe ihn an. Jill. Also, guten Appetit. Jetzt werde ich schnell diese Köstlichkeit aufessen. Ich schneide ein Stück ab. Sieht wunderbar aus. Oh ja, Leute, glaubt mir, das ist super köstlich. Ich bin so froh, dass das alles für mich ist. Nun, ich bin fertig. Ihr könnt eure Gerichte probieren. Nancy, darf ich? Dankeschön. Ich bin so hungrig. Ich bin im Handumdrehen mit diesem Burger fertig. Aber vorher ziehe ich meine Handschuhe an. Das klappt nicht. Man muss sie aufblasen. Oh, tut mir leid, Jill. Ich wollte es nicht. Aber jetzt kann ich sie anziehen. Geschafft. Wie soll ich ihn lieber abbeißen? Er ist zu groß. Ich muss ihn teilen. Denkt ihr, will ich einen Kaffee trinken? Nein.
In dieser Tasse mache ich kleine Burger. Jetzt probiere ich sie. Oh ja, es ist sehr lecker und sehr bequem zu essen. Ich werde mir einen Haufen kleiner Burger machen. Wunderschön. Fertig. Oh, da sind noch ein paar Stücke in meinem Gesicht. Okay, jetzt bin ich satt. Nancy, du kannst diese Runde mit deinem Eis beenden. Also, ich muss mir einen Löffel holen. Aber, ja, dieser Löffel ist zu winzig. Ich muss etwas Größeres finden. Oh, dieser ist perfekt. So, oh, es ist zu schwer. Ich falle. Oh nein, das ganze Eis ist auf dem Boden. Schmeckt gut. Danke, Martin. Thank you. Mama, Martin, deine Ohren sind schwarz. Und deine sind blau geworden. Jill, und deine Ohren sind rosa. Das ist so cool. Mädels, wollt ihr einen Trick? Da ist der Finger, kein Finger. Und jetzt ist er wieder da. Oh nein, wo ist mein Finger? Komm zurück. Wow, wir haben neues Essen in der gleichen Farbe. Ich habe süße Rollen, cool. Und ich habe einen riesigen schwarzen Cupcake. Und ich habe ein riesiges rosa Makaron. Er ist schwer, aber ich kann ihn anheben. Ja! Oh nein, ich falle. Halt dich fest. Oh, danke. Ich soll ihn lieber essen. Aber wie soll ich es tun? Idee. Die magische Verwandlung von Jill in Jill Karate-Meisterin. Jetzt zeige ich meine Kampfkunstfähigkeiten. Kia! Fertig. Danke, Freunde. Und nun kann ich dieses schöne rosa Makaron probieren. Sehr lecker. Jill, ich wusste gar nicht, dass du so eine Naschkatze bist. Ich muss diese ganze Kraft irgendwie aufrechterhalten. Das war mein Superschlag. Und das Makaron hat sich in 4 Teile geteilt. Und ich esse weiter, denn ich kann nicht aufhören. Gut, ich bin satt und zufrieden. Ich kann mich zurück in Jill verwandeln. Martin, jetzt bist du dran. Ja, ich kriege jetzt schon Hunger. Ich fange mit der Creme an. Wie schmeckt es? Super, sehr lecker. Die Mädels haben was vor. Und was wird nach 3 passieren? Oh, Martin, du Arme. Ist dein Gesicht schon schwarz gefärbt oder ist das nur Creme? Das ist überhaupt nicht lustig. Ich bin jetzt ganz schmutzig und der Cupcake ist ruiniert. Die Creme drauf ist aber immer noch sehr lecker. Ich werde sie nicht mit euch teilen. Okay. Wie soll man die Stäbchen halten? No. Ach, das ist so schwer. Vielleicht so? No. Nein? Oh. Etwa so. Egal. Ich versuche es auf meine Art. Noch ein bisschen. Oh nein, gefallen. Ich kann es ohne Stäbchen machen. Es ist am besten, mit den Händen zu essen. Oh ja, es schmeckt wunderbar. Sehr lecker. Martin, du hast hier die Creme. Oh, danke. Oh mein Gott. Hallo? Wie gefallen euch meine neuen Augen? Sehr lustig. Das letzte Auge ist noch übrig. Ich esse es Stück für Stück. Zuerst Weingummi und dann das Auge. Wow, mein Körper ist blau geworden. Meiner ist schwarz und Jill ist rosa geworden. Das ist ja cool. In dieser Runde hat Jill eine rosa Pizza, Martin hat schwarze Nudeln, Nancy hat nette Pfannkuchen. Probier sie schnell. Sie riechen wirklich gut. Und hier oben gibt es Blaubeeren, die ich so gerne mag. Sehr lecker. Wollt ihr Blaubeeren? Okay. Jill, fang. Yummy. Martin, du hast nicht gefangen. Und jetzt fange ich eine. Sehr lecker. Ich nehme noch einen Pfannkuchen. Schaut, wie ich das kann. Lächeln für alle. Gefangen. Der letzte ist übrig. Oh, den habe ich gefangen. Ich zeige euch Augesicht. Man darf nicht Pfannkuchen werfen. Entschuldigung. Worüber lachst du denn? Ich kann wirklich anfangen, meine schwarzen Nudeln zu essen.
Ich probiere sie gleich. Lecker. Ich bin so hungrig, dass ich alles auf einmal essen kann. So. Das schmeckt wirklich gut. Die leckersten Nudeln, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Wow, er hat das alles so schnell gegessen. Wie konnte er nur so viel essen? Das war sehr einfach. Ich bin fertig, also kann Jill weitermachen. Okay. Ich muss mir etwas Interessantes einfallen lassen. Oh, Idee. Ich schneide die Pizza in einem Kreis. Wie eine Schlange. So hat noch niemand Pizza gegessen. Es wird meine ganz eigene Art sein. Jetzt kann ich sie probieren. Sie ist so süß. Leute, Marshmallow-Pizza schmeckt noch besser als mit Pepperoni. Übrigens habe ich mit meiner Weise alles schneller aufgegessen. Wow, meine Arme sind rosa geworden. Wie schön. Martin, unsere Arme sind auch bunt. Leute, es gibt leckeres neues Essen für euch. Jill hat eine riesige Packung Pokésticks und Martin hat eine Flasche Cola. Nancy hat Marshmallow-Menschen bekommen. Alles sieht wirklich cool aus. Nancy fängt an. Ich habe solche noch nie probiert. Lecker und sauer. Ich lege sie auf den Tisch und werde noch mehr davon essen. Interessant, was wird denn passieren? Und der letzte. Oh, diese Süßigkeit ist erfrischend. Cool. Jill, du kannst weitermachen. Oh ja, meine süßen Pokésticks, auch mit Erdbeerengeschmack. Meine Lieblings. Ich kann nicht aufhören. Man kann nie zu viele Erdbeeren haben. Deswegen füge ich noch etwas Erdbeersirup hinzu. Oh ja, sehr lecker. Ich bin fertig. Das war wunderbar. Martin, du bist dran. Hurra! Ich werde jetzt schnell diese riesige Flasche Cola trinken. Ihr werdet es nicht einmal merken. Wow, es ist also ein flüssiges Bonbon. Cool. Sehr süß und lecker. Jill, lass uns Martin einen Streich spielen. Gute Idee. Hey Mädels, jetzt reicht's. Ich habe genug. Hört auf. Oh, ich bin satt. Martin, du bist ganz schwarz. Und du bist ganz rosa. Nancy, du bist blau geworden. Oh, wo ist sie hin? Jill, wo sind denn alle hin? Hallo Nancy. Und hier ist Jill. Und wir haben Martin nicht vergessen. Wie wollte er wieder zum Menschen werden? In meinem Astkoffer habe ich genau die richtige Antifarbenmedizin. Wir nehmen es und alles geht weg. Oh, etwas passiert mit mir. Wow, wir sind normal geworden. Super, Glückwunsch, wir haben diese Challenge geschafft. Hurra! Hier. Was haben wir da bekommen? Ach du meine Güte, das ist ja eine Bombe. Die sieht wohl kaputt aus. Ach so, die ist essbar. Boah, wie lecker. Ein wahrlich exklusiver Geschmack. Wow, das ist unmöglich. Einfach genial. Ich würde sie auch gerne probieren. Wow, bist du schon fertig? Noch ein letztes Detail ist geblieben. Oh, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Stoppuhr gegessen habe. Voll lecker. Was ist das für ein Geräusch? Das kommt von da. Das ist ja eine echte Bombe. Was sollen wir jetzt tun? Was ist hier los? Hallöchen. Ihr braucht hier Hilfe? Ich werde euch helfen können. Das war's, jetzt seid ihr in Sicherheit. Was ist das denn? Ich frage mich, ob das explodieren wird. Ich muss mich wohl beeilen. Weiß jemand, wie das geht? Oh, der Timer ist noch schneller geworden. Ich muss gehen. Mach's gut. Oh, die fliegt ja hoch. Was sollen wir jetzt mit der Bombe machen? Keine Panik, ich habe einen Plan. Hä, wie soll das helfen? Das Huhn vielleicht? Sicher nicht.
Und das hier? Nein, pack das weg. Okay. Bist du langweilig? Okay, ich hab's gefunden. Das sollte definitiv funktionieren. Jetzt muss ich den richtigen Draht finden. Bitte, 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 bitte. Hoffentlich klappt das. Bitte, Mary. Es hat geklappt. Nein, die Zeit läuft noch schneller. Du meine Güte. Oh Mann, ich bin voller Schokolade. Ich auch. Wer von uns schafft mehr Schokolade? Das werden wir sehen. Noch eine und noch eine. Unentschieden. Das war großartig. Na dann, fangen wir mal an. Oh, ich bin so glücklich. Das ist ein neues iPhone. Ich habe auch eins. Haben wir etwa die gleichen Geschenke? Keine Ahnung. Wir müssen es überprüfen. Oh, das fühlt sich so toll an. Und die ganzen Apps. So funktionieren die nicht. Ach so, das ist ja ein Schokoladen-iPhone. Sowas habe ich noch nie probiert. Wow, wenn du ein Schokoladen-iPhone hast, habe ich ein echtes. Super. Zeit, ein paar Selfies zu machen. Voll die coole Idee. Lächeln. Du ruinierst mein Foto. So ist besser. Na, warte. Meine Rache wird grausam sein. Meine Güte. Oh nein, mein iPhone. Das geschieht dir recht. Du hast mich erschreckt. Ups. Oh, wo war nochmal mein Schokoladen-iPhone? Oh nein, mein neues iPhone ist kaputt gegangen. Es war niegelnagelneu. Ah, ich habe eine Idee. Mary, was willst du? Lass uns Handys tauschen. Ja, wieso auch nicht? Oh nein, dein iPhone ist doch kaputt. Du hast mich reingelegt. Ist mein Schokoladen-iPhone? Gib es zurück. Oh Mann, es ist nur ein kleines Stückchen geblieben. Hä? Ein Schokoladenaufladegerät? Ich bezweifle, dass das hilft, aber es ist einen Versuch wert. Wow! Jetzt kann ich dieses iPhone endlos essen. Wow, Mary, da hast du ja Glück gehabt. Ich beneide mich schweigend. Wie lecker. Vielleicht kann ich mein iPhone ja auch aufladen. Es ist einen Versuch wert. Hast du eine Frisur? Du meine Güte. Ich will Erste sein. Wow. Wahnsinn, meine Lieblingskinderüberraschungen. Ich habe auch welche, ganze sechs Stück. Was, du auch? Aber wer von uns hat Schokolade und wer hat echte Eier? Oh ja, ich habe Schokolade. Fange ich mal gleich an. Schokolade. Der Wahnsinn. Da sind M&M's Bonbons drin. Doppelt so lecker. Wow, sowas will ich auch haben. Ja, ich habe ja meine eigenen Kinderüberraschungen. Da war ein echtes Ei drin. Wie eklig. Ha, geschieht dir recht. Das ist voll unfair. Ich hoffe, das nächste Ei wird nicht so sein. Jetzt habe ich Angst. Nein, da war auch ein Eigelb drin. Ich hasse es. Sieht ja furchtbar aus. Ich mag die Runde. Schließlich sind die Kinderüberraschungen das Beste auf der Welt. Die sind selbst aus Schokolade. Und drinnen warten auch noch Überraschungen auf dich. Oh, kleine Schokokugeln. Die liebe ich. Ich will auch eine Kinderüberraschung haben. Chelsea, gib mir was. Nein, ich gebe dir nichts. Das gehört mir. Chelsea, du bist voll gierig. Was soll ich tun? Ah, ich habe eine Idee. Ich werde Chelsea austricksen. Vielleicht versteht sie dann, dass man mit Freunden teilen muss. Was nehme ich mir als nächstes? Das hier.
Oh nee, wieso schmeckt das so eklig? Hat's dir nicht gefallen? Ah, du steckst da dahinter. Jetzt wart's mal ab. Oh, mein Gesicht. Dein Prank ist nach hinten losgegangen. Boah, wie eklig. Du musst alle deine Kinderüberraschungen aufessen. Nicht das. Okay, das sind ja schließlich die Regeln. Ich habe eine bessere Idee. Einen Moment. Was hast du vor? Ich nehme mir ein Ei. Ups. Ich nehme mir ein Ei, schlage es in die Pfanne auf. Und daraus mache ich jetzt Spiegeleier. Das sieht köstlich aus. Kann ich was probieren? Nein, die sind für mich. Wie auch immer. Ein gefährlicher Kochtrick. Wow, das fliegt hier hoch. Na, warte. Oh, steht dir gut. Oh Mann. Ich werde nie wieder kochen. Ich fange an. Wow, das ist ja ein McDonald's-Set. Super. Oh, ich habe genau dasselbe. Ich probiere meins zuerst. Die Cola löscht perfekt meinen Durst. Hä, was ist denn da passiert? Ach so, ich habe eine Schokoladen-Cola. Ich liebe Schokolade. Wow, voll cool. Da sind ja M&M's drin. Cool. Wahnsinn. Das ist die perfekte Kombination. Ich will auch sowas haben. Yeah. Probieren wir mal. Oh nein, jetzt bin ich klatschnass. No. Na, hat dir deine Cola-Dusche gefallen? Daran ist nichts lustig. Ups. Wie schade, dass du deine Cola nicht mehr hast. Die Pommes sind ja auch aus Schokolade. Ist ja cool. Sowas hat noch nie jemand probiert. Ich will gleich alles aufessen. Köstlich. Ich krieg gar nicht genug davon. Selbst die Packung ist essbar. Ist das dein Ernst? Du verarschst mich doch. Die ist nicht essbar. Mann, jetzt bin ich ganz ohne Pommes und ohne Cola. Reg dich nicht auf. Hier hast du was. Oh, vielen Dank. Das ist wirklich köstlich.